Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute möchte ich ein Sommerfoto aufwerten. Dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos unten, wenn ihr die aufklappt, damit ihr das nachbauen könnt. Ihr könnt es natürlich auch mit euren eigenen Fotos, Sommerfotos machen, logischerweise. Nur müsst ihr dann immer Entschuldigung, die Ebenendeckkraft und so weiter und die Helligkeit und die Farben anpassen auf eure Fotos, weil das hier ist ja praktisch nur ein Workflow, um zu zeigen, wie man so etwas machen kann. Und was wollen wir machen? Wir wollen einen sommerlichen, warmen Effekt erzeugen. Dazu müssen wir auch unter anderem die Farben, die hier in diesem Bild vorhanden sind, verstärken, verbessern, mehr sättigen und so weiter oder in ähnlicher Farbgebung verbessern. Und deshalb werde ich als allererstes ja, die Lebendigkeit der Farben hier verbessern, nachdem ich hier dieses Foto skaliert habe. Und dann werden wir weitersehen. Dann geht es über Farbebenen und über ja, Schatten wiederherstellen, bis hin zu Kurven und einem Linsenreflex, den ich dann mit dem Ebenenmodus Pinlight am Schluss verrechnen werde. Und nun beginne ich einfach damit, dass ich das Bild hier einmal skaliere. Und zwar das ist ziemlich groß. Oh, ich habe schon skaliert hier. 3840 x 2560. So groß nehme ich das hier, weil ich ja in 4K produziere. Dementsprechend kann es auch so groß sein. Im nächsten Schritt, wie gesagt, einmal duplizieren. Jetzt werden wir diese sogenannte Color Vibrance machen oder Color Vibrancy machen, also diese Lebendigkeit der Farben verbessern. Dazu gehen wir auf Farben, Komponenten, nehmen hier Komponente, nicht extrahieren, sondern Komponenten zerlegen natürlich und suchen uns hier HSV, ja, den Farbraum HSV. Und bestätigen mit OK. Nun seht ihr hier unten den Balken, wie GIMP eben diesen Farbraum zerlegt, den Farbtonsättigung und den Wert. Wir brauchen hier unten nur den Wert. Diese Ebene müssen wir, brauchen wir, um diese Lebendigkeit der Farben zu erzeugen. Rechte Maustaste auf das Bild, bearbeiten, kopieren. Nun gehen wir zurück auf unser Original, werden hier unsere Ebene einmal duplizieren. Rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft. Ja? So, und nun müssen wir die kopierte Ebene einfügen. Das geht am besten, am schnellsten. Rechte Maustaste auf das Bild, bearbeiten, einfügen. Und nun zeigt uns GIMP hier diese schwebende Auswahl oder schwebende Ebene, Wertkopie, die wir über dieses Ankersymbol hier unten in unsere Ebenenmaske verankern werden. So, jetzt müssen wir aber nicht auf der Ebenenmaske weiterarbeiten, sondern hier auf unserer Originalebene. Also wir wollen hier Color Vibrancy machen, also Lebendigkeit der Farben. Farben, Sättigung. Und ich zeige euch jetzt mal über diesen Schieber hier, über den Skalierungsschieber, wie hier die Lebendigkeit der Farben sich dementsprechend verbessert. Ich habe mir hier einen Wert vorgenommen von 2,6 und das ist ja schon mal hier, man sieht es deutlich, wenn ich die Vorschau wegnehme, dass das alles wesentlich plastischer wirkt in den Farbgebungen und lebendiger wirkt. Das ist der Sinn der Sache. Bestätige mit OK. Diese Ebenen lassen wir so stehen, wie sie stehen. Rechte Maustaste auf diese vordere Ebene. Neu aus Sichtbarem. Jetzt haben wir hier diese beiden Ebenen, das, was wir gemacht haben, in dieser sichtbaren Ebene. Um weitermachen zu können, Entschuldigung, mit diesem ja, sommerlichen Look, mit dieser Aufwertung brauchen wir nun Farbebenen. Dazu werde ich hier einmal über dieses Symbol hier eine neue transparente Ebene erstellen. Bestätige hier mit OK. Stelle gleich den Ebenenmodus hier auf Multiplizieren und stelle gleich die Ebenendeckkraft einmal auf ca. 80% ein, damit das nicht zu sehr nach vorne kommt. Nun brauchen wir die Farbe, die wir hier in diese Farbebene verbringen wollen. Dazu klicke ich hier auf unsere Farben und gebe ein hier den Wert FFF372 und bestätige mit OK. Und ihr seht, hier haben wir Gelb, also im Sommer ist ja auch viel Gelb unterwegs.
hier deutlich, also haben wir hier in etwa ähnlich gearbeitet mit der Farbe, also ziehen wir sie hier einfach, indem wir sie festhalten mit der linken Maustaste in unsere Ebene hinein und schon haben wir hier eine wesentliche Veränderung des ganzen Eindrucks des Fotos erzeugt. So, nun geht's weiter mit der nächsten Farbebene. Auch hier einfach neue transparente Ebene erstellen. Dann gehen wir hier auf weiche Kanten oder weiches Licht oder Soft Light. Kann man es auch, heißt auf Englisch, ja. Werden hier die Deckkraft auf ca. 75% stellen und brauchen nun wieder eine Farbe. Und zwar die Farbe C67. D, FF. Ja, also für dieses Foto passe ich das so an. Hier seht ihr, ist so ein bisschen ähnlich. Ja, diese Farben haben wir ähnlich hier. Also nehmen wir die auch. Jetzt ziehen wir die Farbe einfach wieder hier hinein. Und auch hier wird wieder ein deutlicher Unterschied sichtbar. Eine deutliche Veränderung sichtbar. Nun brauchen wir eine weitere Ebene. Die verrechnen wir mit dem nachbelichteten Ebenenmodus. Bedeutet auch wieder hier eine neue transparente Ebene. Und gehen auf OK. Stellen hier unseren Ebenenmodus gleich mal auf Nachbelichten. Wo sind wir hier? Nachbelichten. Oder meine ich es sogar abwedeln? Ich meine abwedeln. Naja, schauen wir mal. Wir werden sehen. Nicht, dass ich mich geirrt habe. Es kann sein, dass ich mich geirrt habe. Brauchen aber eine Farbe. Das sehen wir dann gleich. Also einfach hier drauf. Farbe auswählen. Und zwar 5, 7, 8. AFF. Diese Farbe brauchen wir. Wir haben hier so ein Blau, ne? Das haben wir auch irgendwo hier drin, ein bisschen und ziehen uns die Farbe hier hinein. Und tatsächlich ist es natürlich nachbelichten. So, gut, also hier haben wir die Ebene auf 25%, die Ebenendeckkraft auf 25% gemacht und das ist so. Für mich, für meine Bedürfnisse, gerade für dieses Bild hier, der richtige Wert. Gut, dann rechte Maustaste wieder neu aus Sichtbarem. Jetzt haben wir doch schon einige Ebenen zusammen. Die Originalebene hier unten haben wir unverändert gelassen. Jetzt werden wir Schatten wiederherstellen. Das habe ich beim letzten Video auch schon gemacht, auf Englisch und auch beim vorletzten Video mit Darktable. Dieses machen wir jetzt auch hier, indem wir Folgendes machen. Wir werden die Ebene hier gleich noch einmal duplizieren, stellen hier unsere Ebene, unseren Modus auf Überlagern und hier nehme ich einen Wert von 65% bei der Deckkraft. Nun gehen wir auf Farben, um die Ebene zu entsättigen, Sättigung und ziehen uns einfach hier die Sättigung komplett nach links, also heraus. Bei 0 ist es ein Schwarz-Weiß-Foto geworden. Das sieht man jetzt halt nicht mehr. Durch die Überlagern-Geschichte. Wenn ich das hier noch auf normal stelle, dann seht ihr das. Wenn ich das jetzt noch, dann ist es einfach schwarz-weiß. Okay, entsättigt. 65% wieder zurück, nur zur Verdeutlichung und auf Überlagern. Nun müssen wir die Farben auch invertieren, weil bei dem Herstellen der Farben oder bei dem Wiederherstellen der Schatten muss man ja umgekehrt denken, das heißt, wenn ich jetzt schärfe mit einem Weichzeichner, kommen die dementsprechend heraus. Also Filter, dann brauchen wir hier unseren Superfilter Gimmick, gehen auf dieses Wort, was ich hier kaum aussprechen kann, Degradations oder so ähnlich, suchen uns hier den Tiefenfilter oder die Schärfentiefe, gehen auf den First Radius, ziehen den ganz nach links und dann haben wir hier gleich eine komplette Weichzeichnung. Ich lasse hier die Amplitude auf 3 stehen und bestätige mit OK. Dauert einen kleinen Moment, ist ja auch einiges auszurechnen. Ist ja auch ein großes Bild. Und ihr seht, wie sich hier diese Geschichte dementsprechend durch die Schatten hier, wie sie hier aufgehellt werden oder wie sie wiederhergestellt werden. Und das war der Sinn der Sache. Gut. Rechte Maustaste auf das Bild, neu aus Sichtbarem. Jetzt haben wir wieder hier drin alles vereint, was wir vorher verarbeitet haben. Jetzt gehen wir auf Farben, Kurven und ich werde dieses Foto hier ein bisschen aufhellen
Und zwar hier in dem Bereich ein bisschen nach oben bringen, die Helligkeit, dass das hier ein bisschen besser rauskommt. Und vielleicht hier auch hier unten in den Bereichen. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viel wird hier. Hier mal ein Stückchen zurück. Den Rest können wir dann nacharbeiten durch Linsenreflex und so weiter. Okay, also, dann werde ich jetzt mal das so bestätigen und werde jetzt hier eine neue transparente Ebene erzeugen, weil wir den Linsenreflex einbauen wollen. Stelle die Farben hier standardmäßig ein, bringe die Ebenen, den Ebenenmodus hier auch wieder auf Überlagern, suche hier die Farbe Neutrales 80-80-80 Grau. So, wenn ich das 80-80 neutrale Grau hier hineinziehe und lasse es fallen, verändert sich gar nichts. Deshalb ist es neutral. Also wenn ich das überlagere, tut sich gar nichts hier. Und das ist der Sinn der Sache, weil wir jetzt auf dieser Ebene diesen Linsenreflex herstellen können. Dazu gehen wir auf Filter, Licht und Schatten, Linsenreflex. Und ihr seht, hier kommt die Geschichte. Schauen wir mal, wo ich hier bin. Gehe mal mit der X-Achse ein bisschen nach links und auch mit der Y-Position ein bisschen nach oben. Noch ein bisschen vielleicht nach oben, dass wir hier irgendwo neben dem Mädchen, hier neben dem Kopf sind. Bestätigen mal mit OK. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Filter, Weichzeichnen, Gauscher-Weichzeichner. Hier nehme ich mal einen Wert von 40 vielleicht. Schauen wir mal. Und dann sind diese Ränder außen weg. Bestätige mit OK und jetzt kann ich hier über die Ebenen, Deckkraft, die Helligkeit dieses Linsenreflexes steuern. Und vielleicht nehme ich den hier auf 68% circa und werde das verrechnen, nicht mit Überlagern, das habe ich mal einfach nur eingestellt, damit es funktioniert, sondern mit Pinlight. Und durch dieses Pinlight seht ihr schon diesen Unterschied, dass das hier zentriert auf dieser Sache bleibt, wie ich sie eingestellt habe. Man kann hier noch ein bisschen zurücknehmen, das Ganze, dass es nicht zu sehr überstrahlt. Noch ein bisschen vielleicht. Und das ist hier, finde ich, gut, passt hier zu diesem Lichteinfall. Gut, so, jetzt sind wir doch ein weites Stück gekommen hier. Ihr seht diese ganzen Ebenen, die werde ich jetzt zusammenfügen. Rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen. Und dann sind wir hier. Ich mache dann das Foto mal auf 65% Größe, damit man das einfach besser sehen kann. Und hier haben wir unser Originalfoto, das wir so hineingeladen haben. Und hier diese Verbesserung, dieser sommerliche Look, den wir aufgewertet haben. Und so kommen die Farben auch dementsprechend besser raus, alles besser gesättigt. Ihr könnt, wenn euch das zu hell geworden ist, natürlich über die Deckkraft dieser Ebene das steuern oder ihr könnt es einfach verrechnen, nochmal mit weiche Kanten und dann könnt ihr zurückgehen oder mit Überlagern, je nachdem. Oder ihr könnt, also da steht euch alles frei, wie ihr das machen möchtet. Ich lasse es mal so. Wer will, der kann jetzt immer noch ein bisschen mit Kurven arbeiten. Das ist Arzt, was man sagt, okay, wir gehen hier noch ein bisschen herunter in den Schwarzanteilen oder wir machen uns hier eine Art von Haze, also von Dunst hinein, dass wir sagen, wir gehen hier ein bisschen halt zurücksetzen mit unserem in den Schatten nach oben und ziehen uns hier die Geschichte wieder herbei. Und dann haben wir so eine Art Dunst noch hineingebracht ins Foto. Das macht auch einen guten Eindruck. Und vielleicht, ja, nehmen wir es mal so und gehen nochmal auf Farben, Werte. Und ihr könnt dann hier immer noch ein bisschen nacharbeiten, indem wir hier die Werte entweder noch ein bisschen abdunkeln oder in den Mitten aufhellen. Das bleibt euch dann überlassen. Ihr könnt natürlich dann auch noch mit Vignettierungen arbeiten und so weiter. Das kann ich vielleicht auch noch zeigen. Setz mal das zurück, gehe mal hier hin, dupliziere diese Ebene und jetzt gehen wir auf Filter, Gimmick, nehmen mal hier eine Vignettierung von Gimmick und zwar mache ich das mal zu hier, gehe hier unten auf Testing, gehe auf Every und hier haben wir Y-Cracked, ja, das klicke ich mal an und ihr seht, hier macht dieses Plugin sozusagen eine wunderbare Vignettierung. Die nehme ich mal mit OK. Und jo, kann man so lassen.
kann man noch ein bisschen weicher machen über die Deckkraft. Und das liegt dann einfach an eurem Verständnis, wie ihr das gerne machen möchtet. Ich finde, das ist so in Ordnung. Also, hier ist das Original. Und hier unser aufgewertetes sommerliches Foto. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Macht's mit euren eigenen Fotos, macht's schöner als ich, ja. Und vielen Dank fürs Schauen, für die neuen Menschen, die hergefunden sind, haben. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, dann kommt gleich der Abspann, da kommt das Kanalsymbol, da könnt ihr draufklicken und dann habt ihr diesen Kanal abonniert. Ich freue mich über jeden positiven Kommentar, jeden Daumen nach oben und natürlich über das Teilen meiner Arbeit. Herzlichen Dank fürs Schauen, Deichs noch einmal und bis zum nächsten Mal.